So. Two hitten, guys, two hitten. Ich mach mal Kreideschrei hier klar. Kreideschrei incoming. Vielleicht hast du keine Defensive, hast nur auf pur Action geskillt, Digga. Ne? Defensive nicht mehr vorhanden. Knapp für Random Encounter. Okay. Hört sich auch gut an. Why not? Streng dich an, Lukas, streng dich an. Schön draufballern. So, komm, immer schön rausballern. Die Arena ist mega nice in der Naturzone. Da läuft auch Toxel und Bemon rum. Ich weiß, sind so einige Dudes dazu gekommen. Wenn man drauf Bock hat, kann man sich natürlich holen, halt den einen oder anderen. Achso, 34. Juhu, wir sterben. Ja, keine Chance. Hier fehlt einfach der Damage. Voldi, Alter. PogChamp, Voldi, Mann. Oh mein Gott. Dafür gebe ich alles auf. Ne? Für Voldi gebe ich alles auf. Route 2 Crew ist da. So, nochmal Kreideschrei, weil es so schön war. Mach mal hier Flächenschaden. Jetzt kommt Heal. Safe kommt Heal jetzt. Ah, doch nicht. 1000 Pfeile auf alle. Nice. Müsste ausreichen, oder? 4 Tote jetzt? Ich glaube schon. Und? Adios, amigos. Ach, nee. Ein Toter brauchen wir noch. Ich bin der letzte Lebende. Hier. Entoron. Man kann auf Enteron zählen. Ne? Ich mach Solo. Geht mal zur Seite. Hier. Klau meine Show hier nicht, Octillery. Das ist mein Ding jetzt hier. Ich mach Solo. Ich setze Kreiderschrei. Damit werde ich ihn zerfetzen. So, jetzt kommt der Heal. Nice. Burst, Alter. Ich burste meinen Kreiderschrei, sodass das richtig jetzt vom Feinsten geht. Ich werde ihn damit one-hitten. Ah, oh, verfehlt, Alter. Der war zu stark, der Kreideschrei. Ne? Wenn du ihn halt auf zu krasse Ebene pusht, den Kreideschrei, verfehlst du den halt. Das ist wie Wutanfall. Ne? Du kannst Wutanfall drücken, aber irgendwann verfehlt es auch danach, weil es einfach zu krass wütend ist. Ne? Du kannst es nicht mehr bändigen, es ist voller Zorn. Ne? Und so ist das bei Kreideschrei mit Burst. Danach kannst du ihn nicht mehr bändigen, dann geht's halt auch mal daneben. So, jetzt versuche ich halt Trick 18. Ruhig bleiben, Freunde. Ich habe da immer einen Plan B in der Tasche. So, ich one-hit denn jetzt mit Dynaflut. Das war die Strategie dahinter. Denn dieser Kampf ist noch nicht vorbei. Hier, schön Rundumschutz-Spam, ne? Hier, Blank, Rundumschutz, Digga, ne? Deine Partie ist noch nicht vorbei. Entoron. Gigantus. So. Klammergriff. Juckt mich nicht. Wen juckt dieser Klammergriff, Mann? Ey, mein Bildschirm, der wird mittendrin einfach dunkler. Der hat irgendwie so einen dynamischen Feeling halt, ne? Boah, Volltreffer. Das war... Wäre das jetzt eine effektive Attacke, wäre jetzt tot. Jungs, wir schaffen das. Luftschnitt. Nice. Nur das Problem ist, dass er sich jetzt weiterentwickelt hat, ne? Doch, das liegt am Bildschirm. Ich kenne das, diesen Effekt auf einem anderen Bildschirm. Ich glaube, das liegt daran, dass wenn das Bild dunkler wird, wird der Bildschirm dunkler. Hört sich komisch an, aber ist halt so. Dynamisch nennt sich das irgendwie, glaube ich. Aber ich kann das nicht umeinstellen. Warum ist das überhaupt mild persönlich? Dynamisch. So, ich mache jetzt auf persönlich.
So. Jetzt geht's ab. Dünner Flut in your face. Mit Wasserboost. Rundumschutz, Freunde. Alles parat. Ich hol den Damage mit Enteron raus. Zur Seite, Freunde. Zur Seite. Guten Hunger, Gamla. Guten Hunger. Schon wieder. Mega strange. Auf mich, bitte. Es überlebt, Alter. What the fuck? War das aber immer so? Oder ist das jetzt neu? Das war doch nicht vorher so. Das ist durch das Update, was ich heute runtergeladen habe, oder? Dass das Bild irgendwie dunkler wird dann. Das ist neu. Das ist safe nicht vorher gewesen. Ich habe heute ein Update durchgezogen. Die haben irgendwas gesagt. Bugfix und so. Stromberg, was geht ab, Stromberg? Leech mich. Danke. So, nochmal drauf. Ich glaube, das liegt am Update. Das war nicht vorher so. Safe nicht, Mann. Mir fällt sowas direkt auf. Ne? Dass da irgendwas komisches dran ist. Ich schaue ja permanent auf diesen Bildschirm, Mann. Da wieder. Siehst du? Das wird so ein Stück dunkler. Da ist was gefixt worden. Vielleicht wegen zu krasser epileptischer Anfälle oder so. Ne? Es gibt ja vielleicht Fälle, wo die Leute epileptische Anfälle kriegen. So. Du sollst mich leechen, Digga. Alles andere interessiert mich nicht. Ne? Ohne Leech funktioniert ja nichts. Ich hatte mal VIP gegeben. Angler habe ich gestern die gegeben, aber VIP ist aber die auch abgelaufen, ne? So, Freunde, aufpassen. Strategie kommt jetzt. Strategie. Ich dynamaxe mich wieder zurück. Weil ich gesehen habe, dass ich meinen gebürsteten Kreideschrei rausballern muss. Ist schon abgelaufen. Ich hab's heute erneuert. Stromberg. Hab's nur gesehen, dass du unten in der Liste bist und nicht mehr oben. Also alle VIP-Loser. Loser. Ihr scheiß VIP-Loser. Alle VIP-User sind oben bei mir in der Liste. Das heißt, ich sehe die direkt. Und wenn ich dann mal sehe, Stromberg ist da nicht mehr oben drin, dann weiß ich ganz genau, er ist unten irgendwo halt, ne? Ihr VIP-Loser, Alter. So. Dragosse, die habe ich auch VIP verpasst, ne? Durch deinen ganzen Sheer-Support habe ich mal rausgeballert. So ein Goku-Boy, Alter. Ist das dein Kollege? Hier. Lukas, so ein Goku-Boy. Ist das dein Kollege? Ich sehe so ein Goku-Boy drin. Junge, hier, dein Jugoslaw ist hier im Chat, Alter. Was ist los? Der stalkt dich, glaube ich. Oh, Volltreffer ist da, Freunde. Was ist los? Alles unter Kontrolle. Alles unter Kontrolle. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Alles läuft nach Strategie, nach Plan. So, und jetzt kommt noch der letzte Schliff an meiner fantastischen Technik, Freunde. Let's go! So. Strategie ist da. Strategie ist da. Bam! Ah. Kurz reingespuckt muss man den nochmal. Kurz auf die Stirn spucken. Volltreffer, Digga. Enteron regelt. So, einer muss nur draufspucken jetzt. Ne, der maximale Damage ist durch. Wir haben gewonnen, Freunde. Müsst ihr euch mal reinziehen. Wir haben mit diesem schäbigen Team gewonnen. Warum? Weil wir Kreideschrei geboostet haben. Nur deswegen. Ne, durch den Kreideschrei-Boost haben wir es hinbekommen, ihn wegzuhauen. Ne? Was geht ab, was geht ab? Und Modo. Nur so funktioniert's. Easy.
Digga, holy shit, Alter. Muss ich mal reinziehen. Wie zum Teufel haben wir den Daumen gekriegt, Alter? Das geht ab. So. Heftiger Scheiß. Ja, ist, ohne Scheiß, jetzt, man sieht immer wieder, dass das Wichtigste wirklich Rundumschutz ist. Ne? Wenn du Rundumschutz hast, kannst du wirklich rumalbern. Und das Maximale mal. Rausholen, Freunde! Boom! Shiny Sigarde! Mit, Freunde! Mit was denn? Mit geboosteten Power Punch, Freunde! Da ist er, Freunde! Boom! Shiny Sigarde, Freunde! Ist da! Mit so einem Team! Mit so einem Boost, Freunde! Mit so einer Eskalation ist Shiny Sigarde am Start, Freunde. Shiny Sigarde, Freunde, ist da. Und somit verabschiede ich mich von diesem Raid. Nach 134 Raids ist das auch für mich zu Ende. Holy moly poly, Freunde. Shiny Sigarde. Nach diesem epischen Battle. Leute, schaut euch dieses Battle nochmal an. Ihr wart halb am Pennen gerade, ne? Wir haben jetzt ohne Eisattacke gekämpft, ohne Feenattacke. Ohne Drachenattacke, nur mit Rundumschutz und noch paar Wasserpokis, Alter. Und das war's dann auch schon. Ne? Das war's dann schon. Easy Game, Easy Life, Freunde. Mitnehmen. Episches. Also vorher, für die Leute, die später das Video schauen, man geht eigentlich mit Eisattacken rein, so viel wie es geht. Ne? Vierfacher Schaden. Oder vielleicht Fee bisschen oder Drache. Drache ist immer so schwierig, weil selber kriegst du Schaden ab. Aber natürlich mit Rundumschutz, sodass das Ding halt schneller gelegt ist. Aber hier das Ding, keine Ahnung, wie. Ich habe ein bisschen rumgetrollt. Nicht alles ernst nehmen, gerade eben, ne? Aber trotzdem lustig, dass durch dieses Rumtrollen es dann im Shiny kam. Auch okay. So, nehme ich gern mit. Packe ich mal, sag ich mal, ins Team. Und dann schauen wir mal, was so abgeht, Freunde. So, das war unser letztes Poki in Shiny. Sigarde ist jetzt das nächste Poki. Kurz vor Weihnachten direkt Shiny, Freunde. Grüße gehen raus. Wir packen mal es raus. Und Sigarde ist somit vorbei. Die Qual hat ein Ende, Freunde. Die Qual hat ein Ende. Und das war echt ein Qualprojekt. Weil es einfach nicht vorher droppen wollte. Und 134 Raids ist schon eine Hausnummer auf jeden Fall. So, wo ist er denn jetzt? Dreh dich mal um. Hä? Ah, hier. Da ist der Boy. Da ist der Boy, Freunde. Da ist er. Ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, an die Leute, die jetzt teilgenommen haben und jetzt keinen Shiny haben. Versucht noch eine Vierergruppe zu mixen. Ne? Nutzt die Chance noch aus, dass ihr die Leute jetzt hier noch catchen könnt, bei den Raids mitzumachen. So dass ihr euren Raid auch bekommen könnt. Wäre halt schade, wenn ihr jetzt keins bekommt. Ne? Sigarde ist heftig. Ich sag euch, nutzt die Zeit jetzt aus, dass die Leute da stisseln. Alleine ihn zu machen mit Bots fast nicht machbar. Ne? Also einmal oder zweimal zu schaffen ist okay, aber du musst ja es öfters machen. Und das, da ist die Quote immer geringer, dass es immer wieder funktioniert halt. Ne? Das heißt, viel mehr Fail Run.